So, hallo liebe Leute und willkommen hier bei Me Improved. Heute ist meine Stimme schon wieder fast geheilt und ich möchte einmal wieder einen Forschungsbericht abliefern, diesmal zum Thema Ikigai. Ihr seht hier auf dem Bildschirm nicht mich, sondern also eine kleine Übersichtsdarstellung, und das ist eine Darstellung, die kommt aus dem Internet. Also das ist jetzt keine exakte, quasi dem japanischen Begriff nach korrekte Darstellung des Ikigais oder so. Das solltet ihr dann eben bedenken. Aber darüber, also ich benutze das hier, oder ich benutze das auch für eben den fünften Band der Lebenswandelsreihe. Also das wäre eben Selbstentwicklung. Und darüber habe ich eben geschrieben und das werde ich jetzt eben berichten. Also so wie ihr seht, haben wir hier in der Mitte im Brennpunkt, ist ein bisschen falsch, in der Überschneidung aller Kreise sehen wir hier Ikigai. Ist jetzt natürlich erstmal auf Englisch, aber keine Sorge. Für diejenigen, die Probleme mit Englisch haben, da übersetze ich das. Links seht ihr quasi den Kreis, also das ist die Menge aller Dinge, Tätigkeiten, wie auch immer, in denen man gut ist. Unten in Türkis, ne, wofür man bezahlt wird. Dann rot, was die Welt braucht. Und gelb, was man liebt. Und es gibt vier Begriffe: Leidenschaft, Mission, Berufung und Profession. Die entstehen, wenn man zwei Dinge zusammenbringt. Also zum Beispiel, wenn man eine Überschneidung hat, also wenn man eine Sache hat, in der man gut ist und in der man bezahlt werden kann, hat man eben eine Profession. Und wenn man etwas findet, was die Welt braucht und wofür man bezahlt wird, hat man eine Berufung. Und so gibt es eben hier diese Überschneidung. Und die Begriffe sind etwas schief. Ich habe die auch nur so leidlich erstmal übersetzt. Wichtig ist nicht genau, wie man das nennt. Also wir wollen jetzt keine Sprachspiele machen, sondern wir wollen erstmal anerkennen, okay, da gibt es etwas. Also wenn wir zwei bestimmte Eigenschaften einer Sache zusammenbringen oder beziehungsweise eine Sache finden, in denen zwei Eigenschaften vorliegen anstatt einer, dann entsteht da etwas, was im Grunde einen höheren Wert hat. Also wenn man einfach nur das macht, was man liebt, dann hat das, also nur und nichts weiter, dann hat das natürlich einen geringeren Wert als etwas, das man liebt und das die Welt braucht. Und warum hat das einen geringeren Wert? Wir finden hier die Harmonieform des Sinns. Das bedeutet, Sinn entsteht oder Sinn vergrößert sich da, wo zwei Dinge miteinander harmonieren. Also es keine Widersprüche gibt. Das wäre quasi auf Fachchinesisch würde das Konsistenz heißen. Und wenn diese beiden Dinge quasi auf positive Art und Weise zusammenpassen, dann würden wir von Kohärenz sprechen. Deswegen gibt es, also ne, für die Leute, die jetzt quasi Fachchinesisch haben wollen, dann das nenne ich quasi im Hintergrund dann eben die Konsistenzharmonie und die Kohärenzharmonie des Sinns. Keine Sorge, so geht es hier nicht weiter. Das ist jetzt einfach nur quasi forschungsberichtmäßig, damit ihr auch eben wisst, was hier im Hintergrund dann bei mir auch abgeht. Wir können natürlich jetzt auch drei Dinge zusammenbringen, und wenn wir drei Dinge zusammengebracht haben, dann oder drei Eigenschaften, dann zeichnet sich diese Sache nicht mehr unbedingt aus, dass da jetzt quasi noch etwas Besseres Neues entsteht. Also, weil wir haben hier natürlich ein geschlossenes Modell. Es gibt quasi nur vier Eigenschaften, die wir berücksichtigen. In diesem Modell entsteht dann das Besondere durch das Fehlen einer einzigen Eigenschaft. Und wenn zum Beispiel das, also unsere Liebe fehlt, also wenn wir die Sache nicht wirklich lieben, dann fühlen wir uns ziemlich gut, aber wir haben ein gewisses Gefühl von Leere.
Wenn wir etwas gefunden haben, das alle Eigenschaften erfüllt, also da, wofür wir bezahlt werden, worin wir gut sind und was wir lieben, aber die Welt nicht braucht, dann fühlen wir uns irgendwie befriedigt, aber nutzlos. Interessanterweise könnte man sagen, dass das im Wesentlichen, Entschuldigung, nee, nee, Entschuldigung, ja, alles super. Dann haben wir natürlich auch also wenn es fehlt, dass wir dafür bezahlt werden, dann fühlen wir uns natürlich super gut, aber wir bauen natürlich auch keinen Wohlstand auf. Und wenn wir in der Sache nicht gut sind, aber alle anderen Dinge dann eben vorliegen, dann sind wir natürlich aufgeregt und erregt und begeistert und so. Aber wir fühlen uns natürlich unsicher, was ja auch logisch ist, weil wir eben in der Sache nicht gut sind. Und erst wenn alle Dinge zusammenkommen, dann ist es eben das Ikigai. Und Ikigai könnte man sagen, also es gibt verschiedene Übersetzungen, die ich gelesen habe. Der Grund, morgens aufzustehen, könnte man sagen, oder, ne, also, oder der Grund fürs Dasein, der eigentliche Grund. Und das ist im Grunde der japanische Versuch, irgendwie Sinn irgendwie zu generieren. Und ein Problem, was wir haben, ist der westliche Einfluss, den ich hier aus diesem Modell sehr stark rauslese, nämlich wofür man bezahlt wird, ist Voraussetzung für Ikigai. Und das liegt, also wir können das auch, wenn wir übersetzen das einfach mal. Wir müssen ja nicht unbedingt bezahlt werden, aber wir müssen uns quasi durch die Sache versorgen. Das wäre eben der Anspruch. Und das muss ja nicht unbedingt in Geld, also klar, heutzutage ist Geld eben so ganz zentral, aber es muss ja nicht in Geld sein. Also wir könnten zum Beispiel auf dem Bauernhof arbeiten und uns da komplett selbst versorgen und dann bräuchten wir kein Geld mehr und alles läge vor und wir könnten, also intuitiv können wir ja auch sagen, hier liegt, wir haben unser Ikigai vielleicht auch gefunden. Das viel größere Problem dieser Sache ist eben, dass hier suggeriert wird, dass es eine Sache ist, also die unser Ikigai ausmacht. Also das ist in dem Sinne eine seltsame, bizarre westliche Vorstellung, dass wir quasi eine perfekte Sache finden müssen. Und die Sache ist dann eben, dass wir glauben, oder viele Leute auch natürlich den Eindruck haben, dass die Sache von vornherein perfekt sein muss. Und als Beispiel, dass eine Sache ziemlich gut sein kann, obwohl sie am Anfang also einen ziemlich beschissenen Start hatte, ist immer wieder, also, oder als Beispiel dafür führe ich dann immer gerne die Ehe meiner Großeltern ein. Die Ehe meiner Großeltern hat damit angefangen, dass mein Opa meine Oma zur Heirat gezwungen hat. Meine Oma wollte nicht, mein Opa hat gesagt, wenn du es nicht machst, dann mache ich Gewalt. Also ist ein Zitat. Und dann waren sie verheiratet. Und sie haben extrem zueinander gefunden, eine Sache, die natürlich mit also unserem westlichen Denken mit großem Unbehagen natürlich verbunden ist. Also bei mir ist es ja natürlich auch nicht anders. Aber das geht eben so weit, dass jetzt, ja, also sie haben wirklich hundertprozentig zueinander gefunden. Es war oft schwierig natürlich, am Anfang schwieriger als am Ende. Aber es war eine deutlich glücklichere, deutlich stabilere und deutlich sich gegenseitig unterstützendere Ehe, als ich so sehr viele Partnerschaften dann eben heutzutage beobachte. Wenn wir nach Sinn suchen, dann ist die Harmonieform natürlich eine ganz wichtige. Also die finden wir hier wieder, die finden wir angewandt. Das bedeutet, dieses Modell basiert eigentlich darauf, dass Sinn, also in dem Falle als Ikigai-Begriff, durch eine Harmonisierung verschiedener Bereiche dann eben entsteht. Und es gibt einige andere Sinnformen, die gleichzeitig vorliegen müssen. Also der Begriff Sinnform ist eben auch hier genauso als Eigenschaft zu verstehen. Das bedeutet, wir könnten jetzt quasi ein neues Modell zeichnen und anstatt jetzt so Kreise zu haben oder Eigenschaftskreise zu haben, wie was man liebt oder worin man gut ist, könnte man sagen, dann haben wir die Sinnform, dann haben wir die Zweckform,
Und dann haben wir vielleicht noch die Zeitform des Sinns und all solche Sachen. Und dann finden wir so eine Art Metamodell, wie wir auch feststellen können, also weil es halt sehr fein granuliert sein kann. Also es sind dann sehr, sehr, sehr viele Kreise. Und dann können wir eben auch sehen, dass wir irgendwann eher sagen müssen, es gibt mehr und es gibt weniger Sinn. Also das Leben ist nicht, das funktioniert nicht so, oder das ganze Sinnspiel funktioniert nicht so, dass man den Sinn relativ früh findet und dann bis zum Ende durchzieht, also was immer das auch ist, sondern dass man mit irgendetwas anfängt, was auch nur ein bisschen Sinn macht und dann daraufhin aufbaut und dann mehr und mehr Sinn anreichert an dieser Sache. Ein Beispiel könnte mein eigener Beruf sein. Mein eigener Beruf ist jetzt, sagen wir mal, ich sag mal, allgemein Trainer. Man könnte sagen, ganzheitlicher Trainer. Ich mag den Begriff der Ganzheitlichkeit nicht unbedingt, weil der natürlich ein bisschen aufgeladen ist, also durch die ganzen ESO-Leute. Aber sei es drum. Ich habe angefangen als einfacher Fitnesstrainer. Und das, was ich gemacht habe, war, ich bin ins Fitnessstudio gegangen, hatte niemals im Leben vor, länger da zu bleiben als irgendwie nötig, also nicht in dem Studio selbst, sondern überhaupt als Trainer, und habe dann eben Leuten gezeigt, wie man eine Beinpresse macht und so. Also ich hatte quasi hehre Motivationen die ersten paar Wochen und habe dann festgestellt, dass die allerwenigsten Leute eben auch, sagen wir mal, das Investment der Zeit, dass ich da eben investiert habe, dann eben wertgeschätzt haben, sondern haben dann einfach ja, gemacht, also einfach entweder sich nicht an den Plan gehalten oder die Lust verloren und so weiter, was völlig in Ordnung ist. Also jeder Trainer, jeder Fitnesstrainer, mit dem ich da gesprochen habe, hat im Grunde so eine ähnliche Erfahrung gemacht, ne? So eine große Begeisterung mit einer relativ schnellen, starken Ernüchterung. Und dann habe ich eben da angefangen zu selektieren. Und habe eben so weitergearbeitet. Dann habe ich mir gesagt, okay, du bist sowieso hier und da kannst du genauso gut auch lernen, ein besserer Trainer zu sein. Das bedeutet, ich habe, also in der Praxis sah das eben so aus, also ich habe versucht, bestimmte Phrasen mir auszudenken, die besser zu den Instruktionen, also zu besseren Instruktionen führen. Das heißt, im Grunde jeder Satz war ein Werkzeug und ich habe halt geguckt, welches Werkzeug am besten ist. Dann habe ich begonnen, mir immer unangenehmere und unangenehmere Mitglieder dann eben zu schnappen, um zum Beispiel zu üben, auch mit anstrengenden Leuten irgendwie dann zu arbeiten oder auch kompliziertere Probleme, das bedeutet so gesundheitliche Probleme und so habe ich mehr und mehr in Angriff genommen und so habe ich dann eben mein ja, daran gearbeitet, schlicht und ergreifend. Und habe dann eben diesen Weg weiterverfolgt. Dann habe ich angefangen, Leuten, teils ungefragt und teils gefragt, quasi philosophische Lebensberatungen dann eben zu geben. Es war ein unheimlich hohes Volumen, sage ich einfach mal, an Gespräch, an Übungen, an Feedback und so weiter. Also da habe ich im Grunde einen großen Grundstein gelegt, nur im Fitnessstudio. Es war ein großes kommerzielles Fitnessstudio, über das man so in allen Bereichen, sagen wir mal, allen Bereichen der Bewegung lästert, außer natürlich im Bereich dieses großen kommerziellen Fitnessstudios selbst. Und da ist ziemlich viel möglich gewesen. Also viele Leute hatten dann auch immer mehr und mehr Interesse. Ich habe natürlich auch gelernt, wie ich dann eben Leute erreiche und so weiter. Und ihr seht, es ist immer quasi eine Schicht dazugekommen. Es ist immer, ich habe erst angefangen nur wegen des Geldes. Dann habe ich wegen des Geldes und der Verbesserung meiner Fähigkeiten oder Fertigkeiten als Trainer dann da gearbeitet. Dann habe ich im Grunde eine weitere Schicht hinzugefügt. Also ich habe das Trainersein komplexer gemacht, ihm neue Facetten eben zugefügt und so weiter. Und es gibt eine kontinuierliche Entwicklung von also von dem Gespräch, was ich damals mit meinem Mitbewohner hatte, der sagte, Sascha, du bist doch so, du kannst doch den Kram. Wir brauchen hier, hast du Bock, Trainer zu sein? Ne, du bist groß, du siehst gut aus. Das reicht eigentlich auch schon als Trainer. Fang da einfach mal an.
Irgendwie so war das Gespräch. Also, ja, und dann, tja, bin ich da vorstellig geworden, habe angefangen. Also quasi eine komplett unschuldige, uninteressierter Anfang mit einem Beruf, also einer Berufung sogar und in dem Sinne auch ein großer Teil meines Lebenssinns im sehr konkreten Sinne und auch im Sinne des Ikigais dann eben ist auf diese Weise entstanden. So, das ist jetzt der Forschungsbericht gewesen. Also ich habe das jetzt, das klingt jetzt natürlich nicht sehr forschend. Also ich habe das dann eben natürlich dann analysiert. Ihr habt das Ergebnis bekommen. Aber das ist ein kleiner Ausblick auf den letzten Band der Lebenswandelsreihe, nämlich Selbstentwicklung. Ich wünsche euch alles Gute und bis bald.